immer schön viel Wasser trinken. Ein Muss für die Gesundheit? 2 Liter ist die Mindestmenge, die man trinken soll am Tag. Wirklich? Wir sind keine Qualle, wir sind auch keine Amöbe. Die große Wasserlüge. Jetzt bei Markt. Tag zusammen. Und für die Wahrheit haben wir uns heute einen Fachmann ins Studio geholt. Doc Esser, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Und uns gesundheitlich so ein bisschen auf die Finger schaust. Ich gebe alles. Ja, wir reden über, unschwer zu erkennen, Wasser. Wir grillen auch mit dir. Wir reden über Alkohol. Perfekt. Und ein Spezial extra für dich, das verrate ich aber noch nicht. Bin gespannt. Dann fangen wir mal mit der Wasserlüge an. Was hast du heute so getrunken? Leider viel zu viel Kaffee. Ich bin der Kaffeeliebhaber im Krankenhaus. Also du gehörst nicht so wie ich zu den Leuten, die immer irgendwelche Flaschen halb gefüllt auf dem Schreibtisch direkt neben dem Computer stehen haben oder die Handtasche vollstopfen damit? Ist, glaube ich, eher ein Frauending. Ich bin immer der vertüdelt mit so Kaffeetassen durchs Krankenhaus läuft, die überall stehen lässt, wenn er einen Patienten sieht und dann nachher dann wieder ohne steht und sich einen neuen zieht. Und wieder alles einsammeln muss. Aber man ist ja auch so ein bisschen unsicher und denkt, wie viel muss man denn so trinken? Als gesunder Mensch, was ist so eine Wassermenge, die gesund wäre? Ein kleines Quiz in der Fußgängerzone. Es geht um Wasser. Wie viel soll man trinken am Tag? Einen halben Liter, mehr als 2 Liter oder so viel, wie man Durst hat, auch wenn es weniger ist? Wollen Sie es mal einsortieren? Nur eine Antwort ist richtig. Aber welche? Wenn es nach uns Medien geht, stehen wir jedenfalls alle kurz vor dem Verdursten. Das passiert, wenn Sie zu wenig trinken. Warum wir viel mehr Wasser trinken müssen. Trinken Sie genug? Kinder sollen trinken, bevor sie durstig sind. Es ist vor allem wichtig, auch dann zu trinken, wenn man nicht durstig ist. Ihr Urin sollte Champagnerfarben sein. Je heller, desto besser. Genau. Kontrollieren Sie bitte Ihren Urin auf Champagnerfarbe. Schließlich trinken auch die Promis. Model Tyra Banks schon vor dem Mittagessen einen ganzen Liter. Kollegin Elle Macpherson 8 Gläser am Tag. Und Sängerin Beyoncé 4 Liter. Auch Iris Berben empfiehlt als Schönheitsrezept 3 Liter Wasser am Tag. Kein Wunder, dass die Passanten bei unserem kleinen Quiz diese Regeln verinnerlicht haben. Ich bin der Meinung, dass man mehr als 2 Liter trinken muss. Ich habe schon öfter mal Berichte darüber gesehen, wie viel Wasser man trinken sollte und dass die meisten Menschen viel zu wenig trinken. 2 Liter ist die Mindestmenge, die man trinken soll am Tag. Weil das in den Medien überall immer so empfohlen wird. Wenn man kein Wasser trinkt, trocknet man aus. Von 33 Passanten wählen 28 die Antwort, mehr als 2 Liter. Ich zwinge mich auf jeden Fall, mehr als 2 Liter zu trinken. Wenn ich mehr als 2 Liter trinke, dann ist es zu viel für mich. Dann merke ich, dass es dann zu viel für mich ist. Ja, schaffen Sie so viele Flaschen am Tag? Nein. Das ist, glaube ich, echt. Man muss sich, glaube ich, echt dahin trainieren, um das zu können. Auf Vorrat trinken macht nur einen dicken Bauch. Ich trinke ganz wenig am Tag. Komisch, dass fast niemand wirklich 2 bis 3 Liter trinkt. Und trotzdem keiner vor dem Verdursten steht. Stimmt das Ganze überhaupt? Experten wie der Nierenfacharzt Professor Jan Galle sagen, die 2-Liter-Regel sei Unsinn. Es gibt von ärztlicher Seite eigentlich überhaupt keine Empfehlung, so viel zu trinken. Der Hintergrund der Regel. Im Schnitt nimmt ein Erwachsener 2 Liter Flüssigkeit am Tag auf. 0,7 Liter davon aber ohnehin durch die Nahrung. Aktiv trinken muss man also deutlich weniger als 2 Liter. Wir haben, wenn wir gesund sind, Nieren. Diese Nieren können konzentrieren. Wir sind keine Qualle, wir sind auch keine Amöbe. Wir können durchaus mal auch 2 Stunden ohne Wasser auskommen. Wenn man ein normal gesunder Erwachsener ist, kann man sich komplett auf sein Durstgefühl verlassen. Ausnahme? Kleinkinder und ältere Menschen hätten tatsächlich Probleme mit dem Durstgefühl. Aber alle anderen müssten sich nicht zwanghaft über die 2-Liter-Marke saufen. Die richtige Antwort ist also, man muss nur so viel trinken, wie man Durst hat. Du bist ja doch ein bisschen überrascht, oder? Ja, eigentlich ja, weil man liest ja überall immer mehr wie 2 Liter oder 1,5 bis 2 Liter trinken. Ja, bin ich echt überrascht. Da bin ich falsch informiert wahrscheinlich. Gut, das wäre ja prima. Braucht man nicht mehr so viel zu trinken. Sag ich ja ehrlich, nicht? Manchmal fällt das ja doch schon schwer. Nur warum redet alle Welt von den 2 Litern, wenn diese Zahl längst widerlegt ist? Das liegt wohl auch am geschickten Marketing der großen Wasserhersteller. Das zumindest meint Maud Barlow. Die Kanadierin kämpft seit Jahren gegen die Macht von Wasserkonzernen. Diese Vorstellung, dass man immer Wasser dabei haben muss, damit man nicht verdurstet, ist lächerlich. Das haben die uns eingeredet. In
In den USA verlässt heute kaum jemand ohne Wasserflasche das Haus. Wohl auch dank landesweiter Kampagnen wie Drink Up. Gesponsert von Konzernen wie Pepsi oder Danone, dem Hersteller von Evian und Volvic. Darin lobt sogar Michelle Obama die Vorzüge häufigen Wassertrinkens. Nestlé, Danone, Coca-Cola, Pepsi, die arbeiten mit Ernährungsberatern, mit Gesundheitsexperten, mit Lehrern zusammen, um ihre Version vom gesunden Wassertrinken zu promoten, sagt Barlow. Auch in Deutschland erfreut sich Flaschenwasser einer geradezu unheimlichen Beliebtheit. Lag der Pro-Kopf-Verbrauch 1970 noch bei gut 12 Litern, ist er heute mehr als 10-mal so hoch. Und die Mineralwasserhersteller sind äußerst umtriebig bei der Vermarktung ihrer Produkte. Weil angeblich Schulkinder zu wenig trinken, gibt es die Kampagne Trinken im Unterricht. Dahinter steckt der Verband der Mineralbrunnen. Oder scheinbar seriöse Artikel, die die Angst vor Dehydrierung schüren. 12% Flüssigkeitsmangel führe zur Verwirrtheit, heißt es. Ab 14% drohe Kreislaufkollaps. Die Tabelle zur Verfügung gestellt von Coca-Cola, ebenfalls ein großer Wasserhersteller, mit seinen Marken Apollinaris und Bonacqua. Bis man 15% seines Körperwassers verloren hat, da muss ziemlich viel passieren. Da laufen sie 3 Tage durch die Wüste bei 40 Grad und haben nichts getrunken. Auch Wassergigant Nestlé warnt in seinem Ernährungsstudio ganz uneigennützig vor den Gefahren des Wassermangels und gibt den Tipp. Als kleine Gedächtnisstütze können Sie sich auch einen Post-it-Zettel mit dem Wort Trinken an den PC heften. Wer weiß, wie viele Arbeitsplätze in Deutschland wegen solcher Ratschläge schon mit Trink-Post-its vollgeklebt wurden. Und wer schon alles permanent an der Flasche hängt. Meines Erachtens ist das völliger Quatsch. Und es tut nicht Not, dass man ständig irgendwo ein Nuckelfläschchen in seiner Hand hält. Darauf kann man wirklich verzichten. Der beste Rat für gesunde Erwachsene daher, einfach auf den eigenen Durst hören. Ja, das mit dem Durst haben wir jetzt geklärt. Doc Esser, jetzt geht's